Ich heiße Irina Chernanogova. Ich bin Deutschlehrerin und schon mehr als 20 Jahre arbeite ich bei der Deutschen Gesellschaft Wiedergeburt der Stadt Giskasgan. Man kann sagen, dass ich eigentlich diese Arbeit angefangen habe und ich bin hier in der Gesellschaft für die Spracharbeit zuständig. Ich bin Lehrkraft, ich mache einen Deutschkurs, ich bin Methodikerin und auch Kuratorin für die Deutschkurse. Außer mir arbeiten hier noch 4 Lehrkräfte und alle arbeiten schon auch sehr lange. Zum Beispiel mit Frau Nikitina Tatjana haben wir angefangen, fast vor 20 Jahren. Alle Lehrkräfte sind sehr erfahren, sehr kreativ und sehr engagiert. Wir haben nicht viele Gruppen für Deutsch, wir wissen doch, unsere Region ist nicht so groß. Aber ich soll sagen, dass Spracharbeit ganz gut hier durchgeführt wird und die Leute besuchen unsere Kurse sehr gern. Und auch die Arbeit kann ich als effektiv einschätzen, weil unsere Kursteilnehmer sehr gute Leistungen, zum Beispiel bei den Prüfungen, zeigen oder vielleicht manchmal, wenn sie auch ausreisen nach Deutschland, dann sprechen sie großen Dank unseren Lehrkräften für die Vorbereitung, für das Leben da in Deutschland. Und ich glaube, unsere Kurse sind auch in der Stadt sehr populär. Die Kurse werden natürlich vorwiegend von der Deutschstämmigen unserer Region besucht, aber auch unsere Türen sind sozusagen offen für alle Leute, die sich für Deutsch, für deutsche Kultur, für das Leben von der Deutschen hier in Kasachstan, und zwar in Region Giskasgan, Satpaev, Ulutau und so, interessieren. Wir arbeiten mit modernen Lehrwerken und dank der Unterstützung von dem öffentlichen Fonds der Deutschen, von dem Büro für die Spracharbeit, bekommen wir neue Lehrwerke und auch werden wir sehr oft eingeladen für die methodischen Seminare, wo wir neue Methodiken erlernen können. Hier vor Ort machen wir auch regelmäßig Mini-Seminare für unsere Lehrkräfte, wo wir Erfahrungen austauschen können, unsere Probleme bei der Arbeit lösen, neue Impulse für die Weiterarbeit bekommen können. Nun, ich glaube, unsere Kurse sind erfolgreich und populär und existieren schon sehr lang hier in Giskasgan.